Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zu LS22. Wir sagen Danke. Heute auf der Rehbach. Und ja, wir steigen mal ein ins Auto und fahren mal Richtung Bäckerei. Ach, der rutscht immer noch so durch der Keilriemen hier. Ja, wir fahren mal zur Bäckerei, denn wir haben Hunger. Da wir ja auch in Urlaub waren, wir waren ja in Amerika drüben, haben erstmal Urlaub gemacht, sind von dort aus nach Asien gefahren, haben uns dort weitergebildet und ja, mal schauen, wer noch so da ist. Ach, verstehe, ging bei der Bäckerei woanders ab, aber wir fahren jetzt erstmal hier lang. Ist man im Urlaub und weiß nicht mehr, wo man hinfährt, ne? Ey, das war doch Rudi, hä? Oder war das ein anderer? Na, wir lenken mal um. Wenn ich mich recht entsinne, war das Rudi. Rudi Breitgießer doch. Natürlich ist das Goodie. Moin. Rudi? Moin. Oh, hier? Ja, mal wieder. Nach langer Abstinenz. Ja, ich war drüben in Amerika, habe da erstmal 2 Wochen Urlaub gemacht und dann bin ich rüber nach Asien geflogen, habe mich da weitergebildet. Der Wunder ist ja alle abhaut hier. Ja, wie steht es denn immer hoch? Sind die Schafe noch da? Ja, ich muss nur noch Futter fahren heute. Okay. Ja, ich habe gerade so ein bisschen, ja, war ja eine lange Fahrt, ich wollte erstmal was futtern gehen. Achso. Ja, ich war gerade reparieren bei Juxos. Jo. Dann fahren wir mal los. Ja, der gute Rudi. Immer da.
Ja, da hat sich auch noch nichts verändert hier. Will auch noch, wenn man will, die Auto. Was ist das von Rudi, die ich erwischen? Ja, da sind wir, ne? Hast du eigentlich was von Karl gehört? Lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Der ist wohl auch abgehauen. Nachdem du weg bist. Ah, ich bin doch nur in Urlaub gefahren. Und auf Weiterbildung. Urlaub ist jetzt schon ein Jahr her. Wenn ihr weg seid. Eieiei. Doch so lang. Ja. Das gehört jetzt wieder wem anders. Okay. Ja. Er hat dann auch noch Schulden bei mir. Auch noch. So viel Geld hat er ja selber nicht mal. Eieiei. Ja. Ich hole jetzt mal einen Kaffee. Ah, nee, Kaffee nicht. Ich hab erst. Hallöchen, Kaffee und zwei Croissants bitte. Dankeschön. Hier, Rudi, Croissant. Ja. Ah ja, hier hat sich auch viel verändert im Dorf. Oder wird sich jetzt so weiter verändern? Okay. Will neue Verordnung? Aber nicht nur das. Wir haben jetzt auch ein großes Bauvorhaben. Zumindest. Großes Bauvorhaben, okay. Ja, ich habe meine komplette Hofstelle abgerissen. Nicht dein Ernst. Komplett abholen gleich. Naja, da schauen wir uns das doch mal an, ne? Ja. Willst du mitfahren oder nimmst du dein eigenes? Mein eigenes Auto, ich muss da aber dahin, ich brauche meine Fahrzeuge. Achso. Ich weiß ja doch, wo es ist. Da baut der Rudi also A um. Uiuiui. Hat's da aber nicht geflunkert gerade. Ist ja alles in Erdboden gleich gemacht hier. Ja, alles weg. Auwei. Du hast jetzt alles hier drüben erstmal hergestellt, hä? Ja, nicht alles. Der Rest steht auswärts. Im Unternehmen. Ach ja, da war ja was. Das hat ja immer so eine Lüde daneben noch nebenbei was gemacht, ne? Ja, die Jungs, die stellen fast alle meine Technik unter, die mir gehört. Okay. Außer meine zwei Traktoren und mein Auto. Steht alles dort. Aber ich habe einen neuen Trecker reinbekommen, der dich interessieren könnte. Okay. Du drehst dein Auto, steht auf Parkplatz drüben. Jo.
Du? Haken hat sich bei dir immer noch nicht verändert. Also schlecht für früher. Ja. Da steht das gute Stück. Schicker John Deere mit Zwillingsreifen wäre was für dich, oder? Naja, ein bisschen groß, hä? Bisschen too much, ne? Spaß hier, wenn er den kleinen hier. Hatte ich nicht so ein Gott. Was so ein? Aber ich meine, ich. Das ist nur eine Sonderedition von dem hier. Okay. Silber. Ah, ja, nicht schlecht. Silber, schwarze Felgen. Große Reifung. Ich glaube, ich habe da sogar GPS drin. Nee, doch nicht, der war ohne. Der war ohne. Aber bei deinem haben wir nachgerüstet. Glaube ich. Ja, klappt schon, da war klappe GPS dabei. Ja, die stehen jetzt auch bei der schon Ewigkeit. Ja. Hast ja auch Schlüssel mitgenommen. Ich könnte den einen nicht mal mehr in eine Scheune reinstellen. Oh wei. Ich glaube für den DX140, den ich hatte, da habe ich glaube ich den Schlüssel stecken lassen. Naja, wollen wir mal hoch, hä? Ich hoffe, du hast ihn nicht stecken lassen, er steht ja oder sonst drauf im Feld. Hatte ich einmal bei meinen Fahrzeugen. Ja. Ja, interessiert sich vielleicht für noch was Größeres? Die wäre ja immer größer bei dir hier auf dem Hof. Ja, das hier sind Vorführer. Naja, das ist ein bisschen zu groß für mich. Na gut. Eine Saatmaschine, eine Anhänger vielleicht? Saatmaschine, glaube hatte ich keine gehabt. Ja doch, ich glaube die bloß sind kleiner. Klapp schon, ja. Oder, Menge? 11 Meter? Ah, die könnte ich gebrauchen, oder? Die hatte ich, glaube ich. Ich kann einen von denen da hinten mitnehmen. Ja. Aber erstmal oben hochschauen. Machen. Lass uns mal Rudi vorbauen. Und fahren wir hinterher. Ach ja, ist wieder schön, mal in Rehbach, mal wieder nach langer Zeit in Rehbach zu sein. Und immer noch den Kurvenreich Rehbach. Das habe ich nicht vermisst. Drüben in Amerika, alles gerade Straßen. Auch drüben in Asien, wo ich war. Ah ja, da sieht man ja schon den Hof. Ah, guck mal da. Als wäre ich nie weg gewesen. Ich glaube, ich hab da so abgestellt hier.
sind wir wieder daheim. Ja, Rudi. Wahrscheinlich doch alle Schlüssel weggesperrt. Ich hab den 140er DX. Und da stehen lassen, wo er stand, ne? Ja. Na, hier vorne. Ja. Oh, ich glaube, irgendwas ist abhanden gekommen von deinem Hof. Der hatte ja nicht mal einen Frontlader. Frontlader? Ich glaube schon, ich hatte irgendwo beim Frontlader gehabt. Ah, nee, der war bei mir in der Werkstatt. Steht bei mir unten. Okay. Der steht aber nicht ganz hinter der Ecke irgendwo. Eieiei. Ja, ist ja schon ein Jahr nicht hier. So kommt's halt, ne? Ist man ja nicht hier. Die Sachen wir beide. Aber ja, meine Freunde, das war die Rehbach-Karte. Ja, mal das Projekt gestartet, die drei vom Dorf. Und ja, wir sind ja gerade noch zu zweit. Matthias, wollen wir sagen? Eigentlich müssen wir es nicht. Eigentlich müssten wir es nicht, aber ja. Der gutste Karl Schwarz, aka Spechti, mit denen haben wir uns leider sehr zerstritten. Was auch sehr schade ist und ja, wo auch das RP nicht weiterging. Und ja, jetzt wir schauen nach vorne. Die Karte wird wahrscheinlich auch im 25er kommen. Und wissen wir noch nicht. Wissen wir noch nicht, aber bestimmt irgendwann mal, ja. Und ja, Matthias, du kannst ja sagen, worauf du dich in 25er freust. Ganz doofe Frage, Junge. Ganz doofe Frage. Aus GPS natürlich. Ja. Da freuen wir uns alle drauf auf den besseren Helfer. Wir haben es auf der FarmCon gesehen. Und ja, ich freue mich auf den Reis und auf die Sorten Spinat, Bohnen und Erbsen war es noch, ne? Ja, glaube ich. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im 25er wieder im neuen da werden neue Projekte kommen und auch weiter andere weitergehen und ihr seht's, wenn ihr es seht. Und ja, wir sehen uns morgen in der neuen Folge wieder, wo wir dann vielleicht auf einer Modkarte sind. Von unserer Gruppe von Brudi TV. Und ja, wir sehen uns dann dort. Und falls wir uns da nicht sehen, sehen wir uns im 25er wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Kannst du ruhig schau sagen, Matthias. Nö. Dann halt nicht. Macht's gut.